Dennis König, der öfter mal im Dark Web abhängt und da Videos von macht. Ich habe gerade gesehen, dass der mehrere Teile hat, also nicht nur zwei. So anscheinend hat er mehrere so eine Videos also gemacht, wo er Videos aus dem Dark Web zeigt. Wir schauen uns jetzt einfach mal das nächste an. Wie gesagt, für die Leute, die sowas nicht abkönnen, weil das ist echt Psychoterror, was er macht, also was die Videos mit einem machen. Für die Leute, die es nicht abkönnen, scheidet raus. Ich glaube, ich muss das auch ab 18 stellen, die Videos. Ich weiß es nicht. Für die Leute, die halt sowas nicht sehen können, dann scheidet besser weg. Ich hatte hier eben was gesehen, jetzt ist es auf einmal weg. Hä? Okay, hier scheint ein ganz heftiges zu sein. Wow, Chat, ey. Was ist das für eine kranke Scheiße? Hey Leute, ich habe den Joint schon seit drei Videos. Ich habe mich beim zweiten Teil echt so derbe einmal erschrocken. Also beim letzten Teil, was ich hochgeladen habe. Unglaublich, unglaubliche Videos. Echt heftig. Wir schauen gemeinsam die schlimmsten Videos aus dem Dark Web an. Warnung. Da hat er sogar Warnung noch hinterher geschrieben. Also denke ich mal, das ist sehr krass. Wir schauen mal rein. Jo, los geht's, würde ich sagen. Was für eine Psycho-Scheiße. Was ist das denn? Sind ja echt schon immer krass, Alter. Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir ein Video, worauf ich mich schon echt lange freue und welches ich schon echt lange machen wollte, aber nie wirklich dazu gekommen bin. Heute schauen wir uns spezifisch und speziell Videos aus dem Dark Web an. Ich habe die letzten Stunden jetzt ein wenig recherchiert und habe ein paar extrem heftige Videos gefunden. Ich muss dazu sagen, ich kenne die Videos nicht, habe sie selber noch nicht angeschaut. Ich habe nur ein bisschen was dazu gelesen jeweils und habe sie mir halt, habe kurz durchgezappt, ob sie halt eben funktionieren, aber mehr nicht. Das heißt, wir schauen sie uns gemeinsam blind sozusagen an, weil ich keine Ahnung zu diesen Videos habe. Ich habe auch speziell auf ein paar Webseiten nach diesen Videos gesucht und habe dann auch immer ein bisschen die Beschreibung zu den Videos gelesen und es hört sich extrem heftig an. Ihr wollt jetzt bestimmt wissen, wo ich die ganzen Videos gefunden habe. Ich habe die ganzen Tabs noch offen. Ich war jetzt im Dark Web oder bin noch im Dark Web und war da jetzt in verschiedenen Foren und Webseiten und habe mir da die ganzen Videos rausgepickt und teilweise gab es auch Beschreibungen zu den Videos und das hört sich und liest sich sehr verstörend. Ich habe also keine wirkliche Ahnung, was uns erwartet, was wir uns gleich anschauen werden. Vielleicht wird das ein oder andere Video, werde ich hier gar nicht ausstrahlen können auf YouTube. Wir gucken uns das quasi blind an, weil wie gesagt, ich habe keine Ahnung von den Videos. Ich habe nur teilweise die Beschreibung gelesen, was es sein soll und habe die ganzen Tabs jetzt hier offen. Und noch ganz kurz, bevor das Video losgeht, wenn du ein Fan von Horror und alles zum Thema Horror feierst, und auch Dark Web und das ganze Thema feierst, dann bist du hier genau richtig, denn ich lade alles zum Thema Horror und Dark Web hoch. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, falls du das noch nicht getan hast, dem Video einen Daumen nach oben gibst, solange es dir gefällt, und eventuell sogar die Glocke. Also lasst ihn auch gerne ein Abo da. Er hat noch viel, viel mehr Videos so gemacht. Halt alles aus dem Dark Web, was man eigentlich so nicht zu sehen bekommt. Aber ich werde auch auf jedes einzelne Video reagieren. Ich finde das, es macht zwar Psychoterror so, aber ich finde die Videos trotzdem interessant, ne? Also, weil man sowas halt nicht zu sehen bekommt. Aktivierst. So, genug gequatscht. Ihr merkt schon, ich versuche mich ein bisschen vor diesen Videos zu drücken. Ich bin aber auch trotzdem mega hyped und bin sehr gespannt, was uns da gleich erwarten wird. Deswegen würde ich sagen, let's go. Wir gehen jetzt ins Dark Web und schauen uns jetzt mal alle Videos an, die ich rausgesucht habe. Und zack, zack, zack. Let's go. Ab ins Dark Web. Jetzt bin ich gespannt, Alter.
Alright, Friends, wir befinden uns jetzt im Dark Web und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Video an. Das Video habe ich auch wieder in einem Internetforum gefunden und das wurde einfach gepostet. Es gab keinen Text oder so dazu, sondern nur ein paar Leute haben darauf reagiert und die haben alle so geschrieben, WTF und so. Also, keine Ahnung, schauen wir mal rein. Ich habe absolut keine Ahnung, was uns da erwartet, aber let's go. Okay, also da sind irgendwelche Zahlen aufgeschrieben. Wow. Was war das? Oh, diese Musik immer, Alter. Okay, Segen. Total krank. Schön. Es hört sich irgendwie an, als wäre das alles ein Jo, das hört sich irgendwie an, als wäre das alles in Zeitlupe. Ist das rückwärts abgespielt? Was ist das, ein Wald? Oder ein Gemälde? Wow! Okay, ist irgendein Gemälde, glaube ich, was gerade angeleuchtet wurde. Wow! Ich erschrecke mich übel schnell. Und ich habe Angst vor so Puppen. Was zum Teufel? Da ist kein Sound mehr. Was war das? Vor allem, es hat einfach aufgehört. Du hast diese Puppen gesehen und dann war Schluss. Was zum Teufel war das bitte gerade für ein Video? Hä? Okay, was auch immer das war, ich fand's komisch und wir schauen mal, was ich noch so offen habe. Okay, nächstes Video. Es heißt, he doesn't like soup. Also, er mag keine Suppe. Keine Ahnung, was damit auf sich hat. Let's go, schauen wir rein. Oh, das habe ich schon mal gesehen, das Video. Das kommt mir bekannt vor. What? Aber ich habe es nie so... Also ich kenne nur einen ganz kurzen Ausschnitt von diesem Video. Ich wusste nicht, dass es davon langes gibt. Digga, wie krank ist das? Einfach nur krank. Oh mein Gott, was ist das für eine Psycho-Kacke? Oh. Also es sieht irgendwie aus, wäre er gezwungen, das zu essen. Was ist eine Suppe? Oh, da kommt noch einer. Was für eine Psycho-Scheiße. Was ist das denn? Wer sind diese Dudes und was ist mit diesem Mann? Ich weiß nicht, ob das Video echt ist oder nicht, aber trotzdem, wie gesagt, es gab keine wirkliche Erklärung und Beschreibung zu dem Video. Was war das? Das war einfach so ein Mann, der da saß und Suppe gelöffelt hat. Ey Leute, das ist einfach nur krank. Diese Videos, die ergeben keinen Sinn, aber das ist einfach nur krank, Alter. Einfach nur krank. Weil die auch kein Ende haben, weißt du, da passiert ja nicht viel, aber... Das macht Ballerballer im Kopf. Und dann so komische, creepy Figuren kamen. Was zum Teufel? Okay, schauen wir weiter. Ich danke um Liebe. Oh. What? Eu não sei como você encontrou meu canal, mas foi por livre e espontânea vontade. Was für eine Sprache? Você não deve ter medo. Meu nome é Liden e eu estarei te contando as histórias mais horripilantes deste planeta. Todo domingo, às 8 horas da noite. Não tenha medo. Kerze aus. Video zu Ende, Kerze aus. Hat irgendjemand verstanden, was diese Person da gerade gesagt hat? Was war das für eine Sprache? Was war das? Also manche Videos...
Ja, mal, falls ihr das wisst, schreibt auch mal in die Kommentare bitte, was der da gerade gesagt hat. Würde mich auch interessieren. Ich gucke auch mal in seinen Kommentaren gleich nochmal zum Schluss. Ja. Ey, total kranke Scheiße. Kann verstehen. Sind einfach so, what? Okay. Okay, das Video, beziehungsweise der Titel von dem Video hat meine Aufmerksamkeit direkt bekommen. Denn es heißt, do not watch the video, it's cursed. Also schau dir dieses Video nicht an, es ist verflucht. Und schau dir dieses Video nicht an, es ist verflucht. Und warum sollten wir es nicht tun? Ich meine, wir wollen doch alle mal kurz mal verflucht werden. Also zack, nein, das Video und schauen wir mal, was uns da erwartet. Let's go. Digga, der Typ hat Eier, Alter. Der Typ hat Eier. Oh, dieser Sound. Wow, Alter. Okay, where the news is being made on this Tuesday, September 11th. It's kind of quiet around the country. We like quiet. It's quiet. It's too quiet. Was ist das für ein Video? Was zum Teufel? Es ergibt alles keinen Sinn. Boah. Ah! Hör auf! Junge! Man muss seine Augen nicht da wegkriegen. Ah. Junge! Digga! Was ist das? Ey, ihr müsst das Video mit Kopfhörer hören. Diese Effekte, ey, das ist unglaublich. Was sagt die Person? Okay, das ist rückwärts abgespielt, das höre ich. Oder? Irgendwas war kurz rückwärts abgespielt. Ah, das ist... Was sieht man da die ganze Zeit? Was wird da immer von der Kirche gezeigt? Junge! Alter! Was haben wir da gerade angeschaut? Ich habe echt Angst, dass ich jetzt ballerballer werde im Kopf, Alter. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Obwohl das so unnötige Videos sind, die geben gar keinen Sinn, aber... Ey, da denkt man wirklich, diese verflucht, die Videos, weißt du? Was ist das, Alter? Schaut. Ich muss schon ehrlich sagen, ich bin gerade absolut verstört. Können wir kurz nochmal zusammenfassen, bevor wir uns das nächste Video anschauen? Es wurde immer wieder so eine komische Kirche gezeigt. Leute haben geschrien und es hat sich nicht angehört, als wäre das ein gespieltes Schreien. Man hat richtig verstörende Figuren gesehen.
Was war das? Also schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr irgendeine Idee habt. Was zum Teufel? Okay, nächstes Video. Der Uploader hat dazu geschrieben, it's funny to watch, also es ist witzig, es anzuschauen. Kann ich mir nicht vorstellen, aber let's go. Was ist das? Ein Altar oder so? Alter! Boah! Ich krieg da Herz zu sagen, alle. Digga, das wird immer lauter, Alter. Digga, habt ihr das auch gehört? Was haben wir da gerade? Ey, was war das für verdeckte Scheiße? Ein Kochrezept? Aber ein ganz schön komisches Kochrezept. Also das sah alles so eklig aus, als wäre das irgendwie, als würden die da irgendjemand. Ey, Digga, Leute. Irgendwas ist bei mir gerade passiert. Ey. Ich habe gerade echt fast einen Herzinfarkt bekommen, glaube ich. Digga, was bitte war das? Ey, das muss ich mir gleich auf Video nochmal angucken, aber... Ey, das war gerade ganz krank. Sowas habe ich noch nie gefühlt. Leute, hier hat irgendwas wieder mal Boom gemacht. Digga, das wird immer lauter, Alter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Digga!
Ich zitter. Ey, Leute. Ey, die Videos muss ich ab 18 machen. Ey, die Leute werden doch bekloppt. Ey, fuck, Alter. Ey. Das muss ich mir gleich nochmal geben, Alter. Video ist gleich zu Ende, dann muss ich das gleich schneiden. Guck mal, er schwitzt auch schon ganz. Shit, ich muss das gleich schneiden, weil ich will wissen, was hier gerade passiert ist. Irgendwas ist hier gerade, ging hier gerade ab. Ey, so eine Spannung hat sich aufgebaut, auf einmal knallt das. Ich schwör auf alles, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Das war echt nicht mehr normal gerade. Und ich habe nichts gemacht. Ich war voll im Video drinne. Ey Leute, das ist ganz total krank, ey. Wenn ihr auch irgendwie sowas hattet, schreibt das mal in die Kommentare. Und welches Video fandet ihr am krassesten? Und macht euch das auch Baller Baller? Die Videos? Schreibt das mal in die Kommentare. Und ja Mann, ich werde jetzt anfangen zu schreiben, zu schneiden, weil ich will wissen, was hier gerade abging. Das war einfach nicht mehr normal. Ich schwöre bei Gott, das war einfach nicht mehr normal. Da hat sich ein Druck aufgebaut innerlich. Ganz komisch war das gerade. Ey, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper bekommen. Auf einmal knallt das hier. Ey, und das bilde ich mir doch nicht ein, oder? Oder war das wieder, war das durch die Kopfhörer? Dass das da irgendwo geknallt hat. Aber das, nein, man, glaube ich nicht. Egal, Leute. Ich weiß auch nicht, ob ich noch auf seine weiteren Videos reagieren werde. Ich weiß nicht. Total krank, total krank. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag. Ich hoffe, man sieht sich die Tage noch. Ey Leute, totaler Psychoterror. Hört mal. Hey, könnt ihr das hören? Ey, ich schwöre Leute, totaler Psychoterror. Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht, ne? Ey Leute, das ist krank.